Lang ist es her, doch jetzt geht es endlich wieder los mit Top 20, meinen persönlichen Top-Hits. Für diejenigen, die die ersten 12 Folgen verpasst haben oder noch gar nicht gesehen haben, für die möchte ich kurz erklären, was hier gemacht wird. Also ich habe 20 Songs zu verschiedenen Themen, das kann Techno, Hardstyle, Hardcore, Heavy Metal oder sonst noch was sein. Und die werde ich genauestens unter die Lupe nehmen. Sowohl der Song als auch das Musikvideo, wenn es dann eins gibt. Ja, in diesem Falle ist das heutige Thema Top 20 Songs auf DJ Tobi, ein guter YouTube-Partner, den wir heute mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Oder eher gesagt, seine Songs. Seid ihr bereit? Dann geht's nach meinem Intro auch schon los. Bis gleich! Und schon geht's auch los mit Top 20 auf DJ Tobi Hits. Und wie man es eigentlich schon aus Folge 2 kennt, gibt es wie immer einen No-Go-Song. Diesmal aber nicht, denn es gibt nicht einen, sondern direkt zwei No-Go-Songs. Das ist zum einen der Hip-Hop-Song. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Tobi macht hier Trance, Techno und EDM-Songs. Ich dachte mir, gut, Hip-Hop-Song, könnte ja was werden. Aber das ist nur ein Test, Leute, und der ist nicht mehr richtig gut gelungen. Also ich meine, Hip-Hop war noch nie seine Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er ist wirklich gut im Bereich Techno, Trance und EDM, aber hört's mal kurz selber. Also ich finde ganz ehrlich, das passt überhaupt nicht zu ihm. Tobi, bitte tu uns einen Gefallen und lass das mit Hip-Hop und anderem Zeug. Trance und Techno, völlig okay, denn das steht dir besser. No-Go-Track Nummer 2 ist aber dann zum Glück Techno. Ja, aber der Song ist so schlecht gemacht. Ich dachte ganz ehrlich, mir fliegen die Ohren ab. Da gibt es so ein komisches Boing, 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 was sehr oft hintereinander abgespielt wird, wie in einem Loop in dem Sinne. Und oh Gott, das ist einfach so schlimm. Also hört's euch mal kurz an. Also, kein Wunder, dass ich unter dem Song eine Kritik gemacht habe und dann 0 von 0 Punkten abgeben musste, weil ich musste den Song abbrechen, Leute. Es ist wirklich Ohrenkrebs. Tut mir leid, Tobi, deine Songs sind großartig, aber den Song hast du wirklich verschissen. Genug geschimpft, jetzt geht es los mit der ersten Platzierung und das ist wie immer Platz 20 mit dem wohl wahrscheinlich längsten Titel, den ich je gelesen habe, und zwar: Do you get a daughter? Then you're a sex machine, du alte F-Punkt-Punkt-Punkt. Ja, ihr könnt euch denken, was hinter den Punkten gemeint ist. Ein richtig cooler Song, ein richtig cooler The Real Booty Bap Song. Denn er hat da wirklich Samples von The Real Booty Baps genommen oder hat es versucht so nachzumachen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ey, das ist genial, das hört sich geil an. Da habe ich mir sogar schon überlegt, steckt DJ Tobi vielleicht hinter The Real Booty Babs? Eindeutig nicht, denn Jens und Pico gehören zu The Real Booty Babs. Gut gestaltet ist das Ganze aber auf jeden Fall. Doch warum muss das so ein langer Name sein? Naja, mir ist es egal, ein richtig cooler Song. Platz 20, mehr als verdient. Auf Platz 19 ist wohl der bekannteste Song von DJ Tobi. Und zwar aus seinem ganz alten Intro. Und zwar ist der Song Transformers in der Trans Mother F.. Official Edit. Ich glaube, da könnt ihr euch auch denken, was da hingehört. Ein richtig cooler Song. Da hat er auch eine sehr, sehr langsame Version hinzugetan. Die tue ich mal in die Videobeschreibung. Die lasse ich jetzt nicht abspielen. Ein richtig cooler Song, wo ich zuerst dachte, das hätte irgendwas mit der Transforce CD zu tun. Also es gibt da so eine CD, die heißt Tunnel Transforce.
korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Und ich dachte, da hätte das Lied irgendwas mit zu tun. Hat's aber nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Song. Und es war einer seiner ersten Songs. Also Respekt dafür. Er hat schon früh angefangen. Ich glaube 2011 oder 2012. Tobi, schreibt bitte runter, welches Jahr das war. Und er hat sein Talent gefunden. Mit dem Song hat er es auf jeden Fall auch schon mal bewiesen. Platz 19, Transforce. Leider habe ich keine 100 Euro bei mir, aber vielleicht ihr. Platz 18 belegt somit Sag mal, hast du 100 Euro bei dir? Ein richtig witziger Song. Ich weiß nicht, wie er auf diese Idee gekommen ist, aber sowas gibt es wirklich noch nicht. Und ja, er singt da praktischerweise selber. Also hat seine Stimme aufgenommen, hat sie normal reingetan und ein bisschen hochgepitcht. Vielleicht hat er versucht, so ein bisschen die Scooter-Stimme zu machen. Okay, das wäre so gut wie unmöglich gewesen, aber ist richtig cool. Also ich habe zwar, wie gesagt, keine 100 Euro bei mir, aber ich denke, DJ Tobi mit Sicherheit. Tobi, ich habe zwar keine 100 Euro, aber der Song verdient einen super guten 18. Platz. Respekt! Auf Platz 17 ist Follow the Light, welches auch ein richtig cooler Techno-Song ist und wozu es einen, ja, Musikclip gibt. Obwohl, kann man das richtig Musikclip nennen? Ich sag mal einfach ja. Obwohl ihm dieser nicht so ganz gelungen ist, denn er hat da wilde Effekte so mit Licht und so und die ganze Zeit strömen die Worte Follow the Light durch das ganze Video. Ist zwar vielleicht ganz nett und schön, aber nicht für einen Zuschauer, für mich. Also mir ist das ziemlich nervig geworden, aber der Song an sich selber ist richtig cool. Richtig cooler Bass, richtig coole Melodie, richtig coole Drums. Also Follow the Light ist ein richtig geiler Song. Aber nicht so geil. Platz 17 daher nur, aber er hat Stil. Cybertrop belegt Platz 16. Und obwohl der Song eigentlich ja keine Besonderheiten hat und ziemlich langweilig sich auf den ersten, ja, Ton anhört, ist er das eigentlich gar nicht. Denn es war einer der ersten EDM-Songs von DJ Tobi. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht wirklich. So ab der zweiten Minute 30 erinnert mich das Lied so ein bisschen an Toulouse. Das ist von, hab ich vergessen. Ist auf jeden Fall ein cooler Song, ich kann nur leider nicht viel zu sagen, weil richtig viel passiert in dem Song dann jetzt endlich doch nicht. Warum er Stil hat, solltet ihr wohl selber herausfinden. Cybertrop auf Platz 16 und sorry für meine Versprecher. Platz 15 belegt Robtic, ein Song von DJ Tobi, was auch im EDM-Style ist und der ganze 6 Minuten 10 geht und das soll nur die Radio-Edit sein. Da möchte ich nicht wissen, wie lange die Club-Edit geht. 10, 15, 20 Minuten. Also 6 Minuten 10 finde ich sehr lang für diesen Song. Also den hätte er auch recht kürzer machen können. Ist ein recht cooler Song. Erinnert mich auch sehr an Kneif Party mit LRAD. Dazu gab es übrigens auf Facebook ein Video, wo ein Typ die Schamhaare mit einer Kettensäge weggemacht hat. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Song, aber für meine Persönlichkeit ein bisschen zu lang. Gut, ist ja natürlich seine Sache. Platz 15 auf jeden Fall, Robtic. Jetzt gibt's den Countdown. Auf Platz 14 ist nämlich 3, 2, 1. Ein richtig cooler Song, der mich so ein bisschen an Selfmaking Project erinnert. Die sind auf mp3that.de zu finden. Den Link gibt's unten. Und ich lasse euch mal kurz 3, 2, 1 selbst anhören und danach ein Lied von Selfmaking Project. Hört's euch mal kurz an. Das ist DJ Tobis Variante mit 3, 2, 1. Und ich habe mir einfach mal einen Song von Selfmaking Project genommen und ich glaube, das ist, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, hab's nicht im Kopf. Hört euch den mal an. Also ich finde, da gibt es schon Ähnlichkeiten mit 3-2-1 und den Selfmaking Project. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Song. Ich habe da jetzt schon einen kleinen Ohrwurm von Platz 14 mit 3-2-1. Platz 13 belegt The Break Comes on the End.
was nicht wirklich eine große Geschichte hat. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Song. Er hat einen Wiedererkennungswert. Richtig fetziger Bass, richtig fetzige Melodie und richtig fetziger Drums. Ja, The Break comes on the end. Wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich finde ihn ziemlich cool und kommt auch bei den Zuhörern ziemlich gut an. Platz 13 somit, The Break comes on the end. Die ein oder anderen von euch kennen bestimmt schon den Song I Need Something New von DJ Tobi. Und der ist auf Platz 12. Allerdings die neue Version von 2014. Ein richtig cooler Song, der ja abwechslungsreich ist und eine ziemlich gute Melodie hat. Ein bisschen erinnert mich das an schottische Musik zwischendurch. Also ihr müsst es so verstehen, Scooter macht ja als Beispiel Musik, ne? Also Techno und so weiter. Und hat dann in den Abschnitten immer so schottische Musik dabei. So ähnlich hat das auch DJ Tobi. Finde ich richtig cool. Er könnte sich eigentlich wirklich mal an so einem Song anwagen, wo wirklich ein Dudelsack mit drin ist und so weiter und so fort, was eigentlich zu schottischer Musik ja sehr gut passt. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Song. Ich kenne leider nicht die Vorversion. Ich glaube, ich weiß, was ich nachhole. Platz 12 auf jeden Fall. I Need Something New 2014. Auf Platz 11 ist The World. Und DJ Tobi wollte da die Welt in einem Song, den sie zusammenfassen, und zwar in einem Techno-Song. Doch am Ende hört sich das ganz ehrlich gar nicht danach an, sondern so ein bisschen nach Rock, Chillout oder Ambience-mäßig. Also am Anfang war ich ziemlich enttäuscht gewesen. So ab der 40. Sekunde geht's aber richtig los mit einem richtig fetten Bass, mit einer richtig fetten Melodie und geilen Drums. Also er hat das so gemacht. Es kommt einmal was Langsames, dann was Schnelles. Dann wieder sowas Langsames. Und das hat richtig Stil. Passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Und ich frage mich, wie lange hat er für diesen Song wohl gebraucht? Fragt ihn auch selber mal, was er für Songs alles so hat. Also was für alte, was er für ein Programm nutzt. Also seine Arbeit ist einfach super. Und das hat er bei The World als Beispiel sehr gut gezeigt. Deswegen Platz 11. Aber es wird noch besser. Auf Platz 10 ist, und ich will es jetzt mal so sagen wie DJ Tobi, Siren Alarm. Ja, Siren Alarm ist auf Platz 10, weil es ein richtig toller Song ist. Am Anfang gibt es eine Sequenz zwischen ihm und ihm selber, nur hochgepitcht. Und das ist richtig cool. Am Anfang kommt dann diese hochgepitchte Version und fragt, ey Alter. Und dann Tobi, hey, was willst du denn hier? Hast du Bock auf Disco? Hast du Bock auf Viber? Und hast du Bock auf den ganzen Scheiß? Na klar. Jetzt brauchen wir nur noch Siren. Okay, Siren habe ich dabei. Siren! Das ist einfach richtig geil. Also eine richtig lustige Sache. Der ganze Song ist recht cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Clubmix ist noch viel besser. Ein richtig gelungener Song. Deswegen auf Platz 10. Und Leute, was soll ich euch sagen? Wir sind wieder in der Halbzeit angelangt. Auf Platz 9 ist Bitch is Hard. Meint ihr, ich bin auch hart? Oder bin ich eher soft? Nein, Scherz beiseite. Bitch is Hard, ein richtig cooler Song, der mich sofort an Everybody von Rocco erinnert hat. Naja, so ein wenig. Die Melodie ist auf jeden Fall richtig cool, richtig schön abwechslungsreich. Und dort ist auch wieder so eine Art Roboterstimme, die sagt Bitch is Hard. Ja, eine richtige Geschichte gibt es zu dem Song eigentlich auch nicht. Der ist einfach richtig geil, fetzt und passt bestimmt in jeden Club und in jede Disco. Platz 9, Bitch is Hard. Nehmt euch Acht von dem Killer, denn auf Platz 8 ist der Killer Master. Der wohl erste EDM-Song von DJ Tobi, den ich damals gehört habe. Ich weiß nicht, ob davor schon mal ein EDM-Song kam, das weiß ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Song. Und ich habe ihn auf CD, ich höre ihn sehr oft, das brummt wirklich auf meiner Anlage. Ich würde es euch jetzt gerne mal hören lassen und auch zeigen lassen, aber meine Cam ist leider am Arsch, beziehungsweise mein Handy hat ein richtig schlechtes Mikrofon. So, jetzt hab ich's. Hindert euch aber nicht dran, den Song auch mal auf eurer Anlage zu hören. Killer Master ist auf jeden Fall ein sehr cooler Song und verdienter 8. Platz. Was kommt als nächstes?
Auf Platz 7 ist der Song Everybody Fucking Jump. Und ich spreche wohl für jeden, denn wenn man diesen Song hört, muss man einfach mitjumpen. Ist zwar kein Jumpstyle, kann man aber auch. Und das ist der allererste Song, den er mit Flippy Phone gemacht hat. Oder der zweite? Ne, es war der erste. Und es erinnert doch wohl sehr an Hard Rel oder Martin Garrix. So, ab der zweiten Minute gibt es eine schöne Sequenz, die sich wie Armin van Buuren mit Ping Pong anhört. Auch richtig cool gemacht. 2 Minuten 43 geht der ganze Song. Und ich finde ganz ehrlich, da sollte irgendwann mal ein Musikvideo zu kommen. Also würde auf jeden Fall sehr gut passen. Warum er nicht schon längst unter einem Plattenvertrag ist, verstehe ich nicht. Denn dieser Song hätte es eigentlich verdient, in den deutschen Charts zu sein. Glaub mir, der würde es besser machen als Avicii mit Rake Me Up. Der würde viel, viel länger auf Platz 1 bleiben. Ja, bei mir ist er zwar auf Platz 7, verdient es aber auch. Everybody Fucking Jump featuring Flippy Phone auf der 7. Auf Platz 6 ist der Song Andre oder Andre. Keine Ahnung, wie er es nennen möchte, aber ich frage mich ganz ehrlich, an wen hat er da gedacht? Vielleicht ist der Song ja an einen Kumpel namens Andre gerichtet und wir wissen alle nichts von. Hat auf jeden Fall etwas sehr Cooles mit so ähnlich Pico und Jens O mäßig. Ja, eine Geschichte hat er eigentlich nicht. Er ist sehr, sehr beliebt. Und ich mag ihn richtig gerne. Andre auf Platz 6. Wieder ein weiterer Song, der sich wirklich nach The Real Booty Babes anhört, ist Dance Channel. Und dieser ist auf Platz 5. Ein richtig cooler Song, der aber auch wieder ziemlich monoton ist, also in dem nicht wirklich was passiert. Aber so ist man es ja eigentlich auch von The Real Booty Babes ja dran gewöhnt. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Song, der ist richtig fetzig und ja, ich glaube, DJ Tobi gehört auf jeden Fall zu The Real Booty Babes. Komm Tobi, gib's zu. Du gehörst zu The Real Booty Babes. Schreibt mal alle drunter, DJ Tobi gehört zu The Real Booty Babes. Ich glaube, er gehört dazu. Leute, das kann er uns nicht länger geheim halten. Das kann er nicht länger. Auf jeden Fall, Platz 5, Dance Channel. Und es gibt einen weiteren Song, der Trop heißt. Wir hatten ja eben Cyber Trop und jetzt gibt es den Song, der nur Trop heißt. Auch ein richtig cooler EDM-Song, der ganze 2 Minuten und 52 geht. Es war der zweite EDM-Song von DJ Tobi, den ich damals kennengelernt habe. Und der ist bis heute noch mein absoluter Favorit. Eine richtige Geschichte hat er jedoch nicht. Es gibt auch nicht viele, die ihn ja kommentiert haben unter seinem Video. Ich finde ihn jedoch cool, habe ihn auch, glaube ich, kritisiert. Obwohl, bei dem Song gibt es ganz ehrlich nichts zu kritisieren. Der ist absolut perfekt. Absolut perfekt, aber nicht ganz. Ja, er ist auf Platz 4. Hat er aber verdient. Auf Platz 3 ist... Ja, Moment. Es gibt einen guten Grund, warum ich euch das jetzt nicht sage. Denn alle, die DJ Tobi kennen und die seine Lieder regelmäßig hören oder oft hören, die müssten diesen Song kennen. Und deswegen brauche ich auch, glaube ich, nicht zu sagen, wie der Song heißt, beziehungsweise es da hinzuschreiben. Das ist einfach ein perfekter Song, der sehr beliebt ist. Denn DJ Tobi hat mal ein Video gemacht mit... Es war, glaube ich, das 900 oder 1000 Abonnenten-Special, wo ihr gefragt habt, was ist euer Lieblingssong von mir? Und dieser Song kam am meisten vor. Wirklich am meisten vor. Deshalb ist es der beliebteste und auch bekannteste Song von DJ Tobi. Ja, der Song ist auf Platz 3. Gelungen. Der wohl vielleicht beste Trance-Song von DJ Tobi ist auf Platz 2 und heißt Acidity. Der ist nämlich richtig gut, hat eine sehr schöne Melodie, die ja auch wirklich einen Erkennungswert hat. Das gleiche habe ich auch schon bei Platz 3 gesagt, ich weiß. Aber dieser Song ist richtig fetzig. An irgendjemanden erinnert dieser Song mich aber dann doch. Ich kann nur nicht den Namen nennen, weil mir fällt er gerade gar nicht ein. Es ist auf jeden Fall ein geiler Song, aber leider hat es nicht für Platz 1 gereicht. Denn dort ist ein anderer Song. Welcher das ist? Das verrate ich euch nach dem Trommelwirbel. Und jetzt einen richtig, 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 richtig großen Applaus für den ersten Platz.
Nämlich DJ Toby, DJ Brad und Flippy Phone mit Alle meine Entchen. Glaubt ihr mir nicht? Tja, war ja auch nur ein Scherz. Nein, DJ Toby, DJ Brad und Flippy Phone mit Be It's Smash Hit. Das ist in dem Sinne, ja, eine Remix-Version oder Remastered-Version. Denn DJ Brad hat schon einen Song gemacht, der Song heißt It's Smash Hit. Und Leute, es ist einfach ein genialer Song, hat wirklich großen Wiedererkennungswert, ist mein Favorite-Song, habe ich auf meinem Handy drauf. Und damit es jetzt auch wirklich nicht so langweilig wird, lasse ich euch die Möglichkeit, euch mit dem Song selber vertraut zu machen. Das ist It's Smash Hit von DJ Toby, DJ Brad und Flippy Phone. Viel Spaß und bis gleich. Ein gutes Video und eine gute Folge von Top 20, meine persönlichen Top-Hits, geht dann mit dem Thema DJ Toby wohl leider zu Ende. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Video vorzubereiten und die Songs präzise auszuwählen. Seid in 2 Wochen wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Top 20. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum in 2 Wochen? Tja, die Vorbereitung dauert leider sehr, sehr lange. Und ich habe nicht immer die großartige Zeit wegen Schule und so und wegen den ganzen Arbeiten. Das kennt ihr vielleicht. Deswegen sehen wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Top 20. Lasst Kommentare da und Vorschläge, was als nächstes kommen soll. Und dann freue ich mich auf Wiedersehen.